Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und wie immer heute an meiner Seite der gute alte Tom Ade. Abend, Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse und willkommen zu unserem neuen Format, wieder mal Kulturwelt 3. Damit würde ich sagen, los geht's mit der Ansage. Ja. Kulturwelt 3. Nicht die dritte Bakterienkultur, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus dem Kulturbetrieb. Ja, liebe Zuschauer, und ihr wisst, was das heißt. Es wird wieder absurd. Genau, Und wir schauen uns heute wieder Verrücktes aus der Kulturwelt an. wir erzählen euch keine Märchen, aber es geht jetzt um ein Märchen. Und damit steigen wir voll ein. Wenn ich es schaffe, den richtigen Browser zu treffen. Ja, ich sehe auch noch nichts, also geh da mal rein. Ja, wunderbar, genau. Ich sehe was, die Zuschauer, glaube ich, Okay, auch. ja. Genau, und wir reden als erstes über das kommende Remake von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Also diesen Disney-Zeichentrick-Klassiker, wir erinnern uns, das war der allererste Disney-Film, der rauskam, also der erste Disney-Zeichentrick-Film im Jahr 1933 war es, glaube ich sogar. Ach, war Muss ich das der jetzt nochmal erste? ganz kurz. Ja, Aha. das war auf jeden Fall der allererste Zeichentrick. Also das war damals revolutionär. Auch wenn man sich überlegt, man kann das auch eigentlich heute noch ganz gut schauen, finde ich, den Film. Rein von der Animationsqualität. Ja, da kam 1937 raus. Also vor dem Zweiten Weltkrieg noch. Muss man sich mal Ich überlegen. dachte Ziemlich krass. immer, Mickey Maus mit dem Dampfboot war so das erste, Ja, aber. natürlich. Ja, aber Schneewittchen war der erste Spielfilm. Ach Der so, erste okay. Zeichentrick-Spielfilm. In Spielfilmlänge. Ja. Genau, natürlich. Der erste Disney-Zeichentrick war Steamboat Willie. Du sagst es mit Mickey Maus und Kater Carlo und Minnie Maus, Ach, die da guter auf diesem Carlo. Dampfboot rumeiern. Genau, jedenfalls kommen wir hier zu dem Remake. Du kannst ja mal einfach mal zu dem lustigen Bild schauen. Das Bild sagt alles. So sehen nämlich die sieben Zwerge heute aus, liebe Zuschauer. So sehen Sieger aus. So sind, ja, lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Das sind nicht mehr die sieben Zwerge, das sind so die sieben magischen Wesen, könnte man sagen. Das sagen die doch Vor selber, ne? allem, was natürlich auffällt, nur der vorne ist kleinwüchsig. Wenn, ist er das oder ist es die Perspektive vielleicht nur? Aber ich würde Ja, jetzt sagen, der nee, vorne das ist ist schon so, kleinwüchsig. das ist schon so. Also die Ja, anderen sind vielleicht aber die. auch relativ klein, so vielleicht sind die alle so 1,60, aber er ist definitiv noch mal eine Liga drunter. Ja, genau. Und die Kleidung schon. Heieiei, also du kannst ja mal ein bisschen runterscrollen, da kommen nämlich auch einzelne Bilder von diesen einzelnen Zwergen. Ah, okay, weil sonst, ich wollte mich ein bisschen auslassen, aber wenn wir das jetzt noch mal geeinzelt haben, dann so, da haben Ach so, wir hier haben wir auf jeden Fall erstmal Schneewittchen. Schneewittchen, gespielt von Rachel Ziegler. Auch da, ja, reden wir vielleicht erstmal über Schneewittchen. Naja, was natürlich allen auffällt, Weiß wie Schneewittchen ist jetzt Schnee. hier, ja genau, weiß wie Schnee und Haare schwarz wie Ebenholz. Das passt hier nicht mehr so ganz, weil Rachel Ziegler ist eine Latina, also eine Lateinamerikanerin. Und ja, also sie ist deutlich dunkler als so das klassische Schneewittchen. Ich denke, auch Schneewittchen muss mit der Zeit gehen und Klimawandel, mehr Sonne, ja, die ist halt dann braun. Ja, genau. Und wenn du jetzt noch runterscrollst, dann sehen wir nochmal die Zwerge im Einzelnen. Also hier ist nochmal das Foto in Oh, wer Groß, was ist wir denn der gerade hatten. ganz, ganz rechts hier? Der war ja Ah, auf gute dem ersten Frage. Vielleicht Foto. ist es der Ach, das ist der Prinz. Prinz. Ah, Das okay. könnte womöglich der Prinz sein, ja. Aber das ist ja gut. Da haben wir eine schöne Metrik, und du hattest recht. Nur der erste ist kleinwüchsig. Die anderen sind alles größere magische Wesen dann, ne? Richtig, jetzt sieht man das ganz gut hier aus der Perspektive. Genau, und der Typ ganz hinten halt hier mit der Kapuze, der links oben, ich finde das halt so irre. Also der sieht halt mehr aus wie ein Zwerg. Er Der sieht sieht aus, aus, als. als hätte ich aufs Set verwirrt und Ja, das sieht halt aus wie ein Hipster, der gerade irgendwo von der Straßenecke kommt, von der Party letzten Samstag. So, ich weiß es nicht. ja, das so völlig auf Drogen ist, wo laufen die hin? Ich lauf dir mal Ja, nach. ja, ja. So, du meinst, jetzt kommen noch so Einzelbilder irgendwo? Wenn du Continue Reading klicken würdest, kommen, glaube ich, noch Einzelbilder. Ja, ich habe richtig Bock, da weiter zu lesen. Ja, ja, hier Der haben wir nochmal ein Bild, wie es früher aussah, die sieben Zwerge und Schneewittchen. das ist dieses hier, they look the same, ne? Meme. Ja, genau. So, jetzt muss ich auf die Galerie anschauen gehen, ne? Nee, das ist so dieses Meme. Mutter, ich will Schneewittchen. Wir haben Schneewittchen zu Hause. Und das ist, was du kriegst. Das ist Schneewittchen. Und das sind die sieben Zwerge, ja. Geil. Genau. Ja.
Gott. Ja, hier sieht man die nochmal einzeln. This is my hood, bitch. Ja, genau. Also ist natürlich auch eine sehr diverse Truppe. Also es waren jetzt drei Schwarze dabei. Es sieht halt so ein bisschen aus wie so ein, wie ich es mir vorstelle, so ein Theaterstück in Amiland. Wo du halt ja, irgendwelche so Leute in Kostüme steckst, die auf einer Bühne stehen und den Rest musst du dir dazu fantasieren. Ja, so eine moderne Inszenierung. Und vor allem hier nochmal der Typ rechts in dieser engen Hose, also in dieser engen Lederhose und diese Kapuzenpullover. Das geht halt einfach so gar nicht. Das passt einfach nicht zu einer Fantasy-Welt. Also hier passt, also am ehesten noch der ganz links tatsächlich, so vom Kostüm her. Ja, vor allem auch mit dieser Mütze. Das erinnert mich auch an den Sepp hieß er, glaube ich, im Deutschen. Mhm. An diesen Einzwerg, der so ein bisschen bescheuert war. Der hatte auch immer so eine Mütze. Naja. So, was haben wir denn noch Feines? Ah, hier der einzige. Ist das, ist das der Dinklage? Da können wir nämlich drüber reden. Es ist nicht der Peter Dinklage. Der Grund nämlich, warum diese Zwerge nicht kleinwüchsig sind, ist, weil Peter Dinklage, der kleinwüchsige Schauspieler, der hat sich darüber beschwert, dass Kleinwüchsige immer nur Zwerge spielen können und hat sich auch der hat sich auch im Vorfeld, das ist kein Scherz, er hat sich darüber beschwert, ja, wenn die das Disney macht, dieses Schneewittchen-Remake, dann sehe ich es schon kommen, dann sind wieder nur so kleinwüchsige Zwerge, das ist voll diskriminierend. Und dann haben die halt bei Disney gesagt, nee, wir wollen nicht diskriminierend sein, dann machen wir die halt diverser. Also mein Lied von Feuer und Eis, Herz bricht da so ein bisschen, weil da war ja so gut in der Rolle. Aber Junge, willst du demnächst einen Basketballer spielen? Oder? Meine Güte, wie kann man denn so realitätsfern sein? Ich merke gerade, wir halten uns schon recht lang darüber aus. Oh fuck, Lass mal zum zweiten Artikel kommen, nur ganz kurz. Die Bilder kurz machen. Ach so, alles klar. Hier sehen wir der sieht nämlich aus, das wollte ich die ganze Zeit sagen, wie so ein scheiß Seeräuber irgendwie. Ja, das bereit ist alles zum Entern. Ich weiß nicht, auch diese Hemden. Also das ist wirklich so ein Hemd, was ich mir vorstellen könnte, wie sie im H&M verkaufen könnten, dieses Muster einfach. Und hier wollte ich dich fragen, ist das eine Transe, ist das eine Frau? Das ist eine gute Frage tatsächlich, es könnte natürlich irgendwie nochmal queer sein. Das war doch nie von einem weiblichen Zwerg die Rede, oder? Nee, es gab natürlich nur männliche Zwerge, hast recht. Ja. Ich meine, das waren harte Minenarbeiter in der Vorlage. Das sind harte Minenarbeiter. Hier ist der Backlash. Da steht es auch. The Movie Faced Backlash von Peter Dinklage. Oh. Das ist die Episode, die ich gerade erklärt habe. Hat er so. Okay, ich gehe mal in den nächsten Tab, ja? Genau, im nächsten Tab auch da nur die Bilder interessant. Gut, jetzt haben wir schon welche Siegler gesehen als Schneewittchen. Hier vielleicht nochmal ein schöner Vergleich. Rechts welche Siegler, links das Original Schneewittchen. Du hast schon gemeint, der Unterschied ist gar nicht so schlimm bei den Bildern teilweise, wenn die gut ausgeleuchtet ist. Die Frage ist halt, haben die es ein bisschen nachbearbeitet? Also so Gamma-mäßig, dass die Helligkeit ein bisschen reduziert wurde, aber ja. Hier haben wir als Übrigens, fand ich es spannend jetzt bei dem vorherigen Artikel, dass die böse Königin nie dabei war, oder? Habe ich da was verpasst? In dem vorigen Artikel war sie nicht dabei. Naja, weil sie nicht am Set war. Das waren Set-Fotos von einem bestimmten Tag. Ach so, okay. Genau. Und hier, wir sehen es, Gal Gadot oder Gal Gadot spricht man die, glaube ich, richtigerweise aus. Die spricht die böse Königin. Da habe ich schon ganz interessante Memes im Vorfeld dazu gelesen. Da hieß es halt so, naja, das ist die böse Königin und sie ist neidisch auf die Schönheit von Rachel Zegler. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss sagen, ich finde, Gal Gadot ist so eine der schönsten Frauen überhaupt, ja. Sie ist nicht ganz mein Typ. Ich bin ja eher der Mann für die Blondinen. Aber sie ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und ja, ein bisschen eigen, dass sie jetzt neidisch sein soll auf Siedlers Äußeres. Gut, und dann gehen wir als nächstes. Sie müsste älter sein oder so, dass man sagt, sie ist neidisch auf die Jugend oder so. Aber so, die ist ja hier wirklich in der Blüte ihrer Jahre auf dem Foto. Ja, sie ist zu jung. Worauf denn neidisch? Eben. Also die ist ein absolutes Gerät, wie ich immer so schön sage. So, dann gehen wir bitte zum dritten Tab. Da können wir einfach mal, wir schauen jetzt mal von Minute 0 bis 24 Sekunden oder so, einfach mal ein schönes Interview mit Rachel Zegler, was die Frau so von sich gibt. Das ist nämlich auch sehr interessant. Hören wir gespannt hierzu. Yeah. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There is a big focus on her love story.
with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. So no prince or a different kind of prince? We have a different approach to what I'm sure a lot of people will assume is a love story just because, like, we cast a guy in the movie. Hey guys, and welcome to the... Genau, ab hier kannst du Stopp machen. Also wir haben jetzt hier schon sehr interessante Sachen gehört. Es wird auch thematisch ganz anders sein, diese Schneewittchen-Verfilmung. Also die wird so modern sein. Das sagt auch Rachel Ziegler in anderen Interviews. Es geht jetzt darum, dass Schneewittchen so, sie will ein Leader sein, also eine Anführerin. Okay, und okay. Mutig sein und tapfer und so. Also es geht buchstäblich nicht darum, das sagt die mehrfach in Interviews, dass die verliebt ist oder um die Liebe zu dem Prinzen. Das wird nicht mehr Teil oder Hauptaugenmerk der Handlung sein. Ich sehe es schon kommen, die machen dann so eine, ja, wir sind zusammen, weil wir Steuern sparen Beziehung. Ja, genau. Oh Gott, das will. Wir könnten noch also, ab Minute 37, ne? Ja. Ja, genau, ja. 39, 37, so. Da gibt es auch nochmal einen kurzen, vielleicht interessanten Interviewabschnitt. Also Rachel Ziegler gibt wirklich sehr interessante Sachen von sich, muss man wirklich sagen. Everything that you need to know. She's so focused on becoming the leader that her father tells her that she can be. And she's really trying to find the courage to stand up to the evil queen and how to find her own agency and rule a kingdom. And she meets so many incredible people along the way. And maybe she finds love, maybe she finds friendship, but really what's important is that she finds her own voice. Oh, aber warte, sie ja? soll den Weg, den ihr Vater ihr vorgezeigt hat, verfolgen. Habe ich das richtig verstanden? Also sie ist ja Mansplaining hoch 10. Hm. Ja, könnte man vielleicht so sagen, ja, aber du merkst schon, es geht so sehr in eine feministische Richtung, auf jeden Fall. Also, dass sie die Anführung sein wird und ihre eigene Stimme findet. Denkst du, das wird wie bei Barbie laufen, dass sie dann so sagt, ja, du musst ja nicht der Prinz sein, sei doch einfach du. Also nach allem, nach allem, was ich so bisher gehört habe, muss ich sagen, ich denke, dieser Film wird wirklich sehr woke sein und sehr, sehr auf die Nasenspitze. Also das wird dir ziemlich in die Fresse schlagen. Weil was mir selber gerade einfällt, zum Beispiel dieses ganze Thema, sich gegenüber einem Mann durchsetzen als junge Frau und seine Stimme finden, das ist ja buchstäblich das, worum es 1989 in Ariel die kleine Meerjungfrau ging. Ich sage immer wieder, das ist ein feministischer Film gewesen, aber in gut. Also wo es auch darum geht, dass eine junge Frau sich durchsetzt. Aber sie ist halt nicht, Ariel ist jetzt nicht die Kriegerin gewesen oder so, die halt alle Männer umhaut. Sie ist halt einfach ihren Weg gegangen. Und genau, ich glaube, weiblichen Werte bewusst, ja. Diese Feinsinnigkeit, die erwarte ich mir wirklich nicht von diesem Film, der übrigens nächstes Jahr rauskommt. Tja, da gibt es auf jeden Fall wieder schönes Met, was hier in der Pfanne beleuchtet wird. Richtig. das können wir euch schon mal garantieren. Und bis dahin gibt es ja auch noch einiges. Was war jetzt, was demnächst kommt? Ich habe es wieder vergessen. Hilf mir auf die Sprünge, dieser eine Film. Soll demnächst was kommen? Ich weiß es nicht. Von daher würde ich zum zweiten Thema gehen. Okay, okay. Da wirklich nicht helfen. Das fällt mir bestimmt noch ein. Aber da wir gerade bei Vogue sind, ich lasse einfach mal das Bild wirken. Ja, kannst du es groß machen? Ja. Zwar wollen wir über ein Buch sprechen. Ein sehr lehrreiches Buch. Papi. Hast du ein Baby im Bauch? Nein, ich trinke Bier. Oh, dieses Cover ist so herrlich. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben für die Zuschauer, die uns nur hören. Ja, wir sehen halt so einen richtig schönen, ja, Hipster-Soja-Sören mit Bart und Brille und natürlich ein Regenbogen-T-Shirt, der so eine Art Babybauch hat, den er sich so auch schützend mit der Hand vor seinen Kindern hält. Die vielleicht auch alle da rausgekommen sind. Ich will es mir nicht ausdenken. Ja, also, was könnte es Schöneres geben? Also, Ja, also es geht hier offensichtlich um das Thema Schwangerschaft bei Transgendern. Also, das wird ja ein Typ sein, der eigentlich eine biologische Frau ist. Jetzt sage ich schon ein Typ. Naja, also eine biologische Frau, die sich jetzt als Mann sieht. Und jetzt von den Kindern als Papi angesprochen wird. Darum wird's nicht. Ach, gut. Denkst du, dass das ist? Weil ja, es gab doch schon diese Männer, die sich tatsächlich so Frankenstein-mäßig umoperiert haben lassen, dass sie ein Baby ausgetragen haben. Aber dann würden die Kinder ja ihn missgendern.
Er ist ja dann direkt der Papa. Also er ist ja immer noch ein Mann, er hat immer noch einen Schwanz, aber er hat jetzt halt so eine Gebärmutter. Ja, aber wie dann so ein Tank halt, wo das Kind aufwächst. Aber wenn er sich eine Gebärmutter einsetzt, dann will dieser Mann doch offensichtlich eine Frau sein und will doch wahrscheinlich als Mami angesprochen werden und nicht als Papi. Ich denke, hier ist es andersrum. Das ist eine gute Frage. Ich denke, hier ist es andersrum. Ey, wir können ja einfach mal zur ersten Rezension gehen. Wollen wir noch kurz den Text durchlesen? Ach so, natürlich. Lies den bitte vor. Danke. Joshua und Janis sind Zwillinge und als Eltern haben sie einen Papi und einen Papa. Da fragen sich die beiden natürlich irgendwann, aus welchem Bauch sie als Babys einst auf die Welt kamen. So erzählt Papi ihnen von der Frau im Fernland, oh Gott, in deren Bauch sie nun 9 Monate wuchsen. Es ist die etwas andere Geschichte einer Regenbogenfamilie. Ach was. Ein Bilderbuch zum Thema Leihmutterschaft. Okay. Aber dann verstehe ich das Bild nicht. Verstehst nicht? Du das? Ja, das ist sicher. So, es ist so, wie ich es dir gerade erklärt habe. Dieser Mann hat sich, diese Frau, jetzt siehst du, das Thema ist so verwirrend. Es ist eine Frau, die hat 2 Kinder bekommen. Und dann sagt sie, ab jetzt bin ich ein Mann. Ist aber schwanger mit noch einem Kind. Okay, dann war das mit dem Fernland eine Lüge. Okay. Klar, das war eine Lüge an die Kinder. Also ich war mal eine Frau, wissen, die ist jetzt im Fernland, was wir Vergangenheit nennen oder Realität. Okay. Ich habe es tatsächlich anders verstanden, aber es ergibt mehr Sinn, was du sagst. Ja. Ich denke, ich habe tatsächlich gedacht, die haben das Sperma ausgeschickt irgendwie in die Ukraine oder so, in so einen Gebärbunker. Also, viel zu kompliziert. Da hast du recht. Ja. So, und ihr seht schon, liebe Zuschauer, die Rezensionen sind äußerst zwiegespalten. Also, richtig. Es gibt nur richtig gut und richtig, richtig abschieben. Ja. Also das Buch steht bei 2,8 von 5 Sternen, ja, und die Leute, wie gesagt, die geben entweder 5 Sterne oder 1 Stern. Ich finde halt diese erste Rezension. Ergibt übrigens gar keinen Sinn, ne? Entschuldigung. Oh. Naja, hast du eine 2,8? Ja, müsste eher so 2,3 sein, ne? Ja, stimmt, ja, ist komisch, ist tatsächlich komisch. Vielleicht ist da irgendwas am Algorithmus gespielt worden, wir wissen es ja nicht. Mm-hmm. Klick mal auf die erste Rezension bitte, zumindest auf das erste Bild, meine ich. Nee, Ja, richtig. Das ist wunderschön, nämlich. Also, hier gibt jemand 5 Sterne, jemand namens René Englisch, und schreibt, wundervoll G und beschrieben, da steckt so viel Liebe drin. Wir sind hin und weg von der Gestaltung und der Geschichte und werden es unserem Sohn vorlesen, sobald er es versteht. Freuen uns schon drauf. Lieber Marcel, vielen Dank für dein Engagement, deine Hingabe und deinen Mut. Bei den ganzen Kleingeistern hier sicher nicht immer leicht. Liebe Grüße René, Ben und Maximilian. PS, Papi hat übrigens gar kein Baby im Bauch. Vielleicht sollte man das Buch mal lesen, bevor man Bewertungen und Kommentare abgibt. Ah, interessant. Papi hat gar kein Baby im Bauch. Tut er nur so. So mit so einem Kissen. Ja, vielleicht will er mit dem Kissen mal andeuten, wie die Schwangerschaft früher war. Ach, was weiß ich. Oh Gott, es ist einfach nur super kompliziert und dämlich. Also, liebe Zuschauer, falls ihr uns durch die Hölle gehen sehen wollt, könnt ihr das gerne schreiben. Dann würden wir dieses Buch auch tatsächlich mal lesen und besprechen. Ja, dann müssten wir es uns ja kaufen, ja. Ja, wir gehen durch die Hölle. Wir schmeißen diesen Wichsern sogar noch Geld in den Rachen so rum. Ja. Soll ich noch die nächste machen? Nee, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Und wenn ihr uns nicht durch die Hölle gehen sehen wollt, aber das euch interessiert, ja, dann kauft es euch halt. Beziehungsweise im Internet gibt es ja alles, wenn man genug gräbt. Ich habe es leider noch nicht gefunden, weil ich habe tatsächlich danach gesucht. Hast danach gesucht? Oh Gott. Ja, ich habe nach einem PDF davon gesucht oder EPUB oder was es da so schöne Formate gibt. Leider nicht gefunden. Oha. Gut. Kommen wir zum Thema Nummer 3. Die dritte Sache, willst du das vielleicht kurz so ein bisschen einleiten, was das ist? Natürlich will ich das einleiten. Genau, und zwar an dritter Stelle reden wir über eine Serie, die heißt And Just Like That. Und das ist eine Serie, die fährt 2022 an oder 2021. Mhm. Und das ist eine Nachfolgeserie zu Sex and the City. Ich habe die Serie nie geschaut, aber ich denke, einige werden die kennen. Das ist so eigentlich die Frauenserie, sagt man so schlechthin. Die lief halt so in 2000ern. Dann ging es halt um 4 Frauen, die halt so, Abenteuer, Dating-Abenteuer leben, weißt du? Mhm.
die eine will sich verlieben, die andere ist eher so die Rumhurt. Ja. Und da gibt es jetzt eben diese Nachfolgeserie And Just Like That, und wie man es erahnen hätte können, sie ist unfassbar Vogue, also unfassbar Vogue. Und da habe ich euch jetzt hier diesen Clip mitgebracht, wo uns das ein bisschen erklärt wird. Haben die nicht sogar alle in einer Wohnung gewohnt oder in einem Loft oder sowas? Das glaube ich nicht. Also ich habe die Serie nie gesehen, aber ich vermute nicht. Na gut, vielleicht ist es jetzt der Fall. Ich drücke einfach mal auf Abspielen. What a pleasant surprise. Yeah, for me too. Hi, my name is Sara Ramirez. My pronouns are she and they. And I'm playing non-binary bisexual queer character Che Diaz. Historically, the show has included a very specific and particular kind of queerness, but in this iteration, they're making space for a more expanded definition of queerness and therefore its representation. I've dated men, I've dated women. Che Diaz has liberated themselves from the gender binary. They don't identify as a woman or a man. This is X, Y, and Me, the podcast that talks about gender roles, sexual roles, and cinnamon roles. They have the capacity to be attracted to all sorts of people, and their gender expression is what today we would refer to as masculine of center. I really get off on watching the bros try to figure out what I am. I'm an equal opportunity confuser. What I'm seeing is way more inclusivity of queer and trans people on the crew and background actors just across the board, and that makes it feel like a safer space. Queerness is integral to telling stories, especially for folks in their 40s and their 50s, because a lot of times we position the conversation around sexuality as sort of a settled topic, and it's not. Don't hold yourself back. I think it's important that people keep in mind that we are still rediscovering ourselves, and queerness makes space for that. Ja, das war's. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Um das vielleicht kurz anzureißen nochmal für die Zuschauer. Vielleicht haben sie nicht alle so verstanden. Wie gesagt, man braucht vielleicht auch ein bisschen Vorwissen. Ich habe mich halt minimal jetzt mit dieser Serie beschäftigt. Ja. Ja, also es gibt hier diesen Charakter, der von vielen ehemaligen Sex and the City Fans als der Hasscharakter beschrieben wird. Das ist diese Che, heißt sie. Also in der Serie heißt sie Che. Und das ist diese queere Mexikanerin, die wir gerade gesehen haben. Mhm. Und die muss wohl eine ziemlich wichtige Rolle in der Serie einnehmen. Unter anderem wird eine Figur, das ist die Miranda, hieß sie, das war die am Anfang mit den weißen Haaren. Mhm. Die Miranda war in der ehemaligen Serie Sex and the City eine normale Frau, hetero, weißt du, die halt auf Männer stand. Und hier auf einmal entdeckt sie jetzt, oh, ich bin bisexuell oder lesbisch und verliebt sich halt in diese Che, in diese queere Tante. Okay. Und die hat natürlich einen Podcast, der, wie heißt der, XY und noch was, also geht um X und Y-Chromosomen und ja, also, das ist alles sehr over the top. Die Frau, also, ich weiß nicht, ist die sonst so als Komödiantin unterwegs? Weiß ich leider oder gar nicht. Oder ist es nur in dieser Serie sozusagen? Also, Ich habe nie was von der gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die schon ähnlich ist wie in der Serie. Einfach von der Art, wie die hier in dem Interview-Clip gewirkt hat, hat die für mich haargenauso gewirkt wie in den kleinen Ausschnitten aus der Serie. Mhm. Also so ein bisschen dieses, ja, ich muss es ehrlich sagen, so ein bisschen diese arrogante, herablassende Art. So. Ja, also in meinen Augen ist sie so eine typische 120-prozentige, besser gesagt, ja, die da auch keine Abweichung zulässt. Ich meine, sie hat gesagt, am Set hinter der Kameras, also der ganze Betrieb, der da abläuft, das müssen diverse Leute sein, damit ein Safe Space entsteht und damit die Serie dann queer wird oder sowas. Ach, Gottes Willen. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Das ist alles so absurd. Es ist richtig wild. Und wie schwach kannst du als Mensch sein, ja, dass da sozusagen ein Hetero hinter der Kamera steht, der einfach nur seinen Job macht und so, boah, ich fühle mich jetzt aber nicht sicher hier. Das ist so lächerlich, aber es ist wirklich erstaunlich, dass solche Leute irgendeine Macht haben. Mit, ja, dieser Opfergeschichte, das ist unfassbar. Gerade heutzutage. Ja gut, und ich habe noch gedacht, wir schauen uns vielleicht mal noch so einen kleinen Handlungsstrang aus der Serie an, das sind die nächsten zwei Clips. Und zwar hat die ein anderer Charakter, hier, das ist die Charlotte rechts im Bild. Oh. Entschuldigung. Charlotte rechts im Bild. Er hat ein Non-Binary-Kind jetzt in dieser Serie. Wir schauen mal kurz diesen 14-Sekunden-Clip. Heißt das, der ist schon entmannt? Oder? Es
ist ein Mädchen, das wird auch, glaube ich, hier gesagt, dass sich als non-binär definiert. Also sie hieß früher mal Was oder Woes oder so und will jetzt als Wok angesprochen werden. So ich bin übrigens Rock. Rock. Ja, ist echt so. Ja, aber ist die jetzt schon hier Schnippschnapp und Ausschaben oder? Naja, sie ist ja non-binär, das heißt ja, sie will weder Mann noch Frau sein. Ja, richtig, also, deswegen. Da also ist da unten, Ausschaben. Ja, ist da unten schon alles weg? Nein, Mann, wird auch nicht passieren. Ja, aber ist das nicht der Sinn des Non-Binär-Seins? Nee. Da unten alles weg ist? Da verwechselst du aber non-binär mit Transgender-Sein. Ja, siehst du mir nach. Heißt, ja, naja, Transgender-Sein heißt, du willst das andere Geschlecht annehmen. Also du bist jetzt eine Frau, willst ein Mann werden und bist ein Mann, willst eine Frau werden. Klar, dann operierst du dich um. Non-Binär-Sein heißt einfach nur, ja, ich bin, wie ich bin. Ich bin nicht einer Kategorie zuordnenbar. Weißt du, ich bin halt ich. Ich bin jetzt weder Mann noch Frau, ich bin Arte. Tom Arte. Ja, aber das meinte ich ja. Also es geht jetzt nicht ums Umoperieren, sondern nur um, dass da unten gar nichts mehr ist. Oder halt was Drittes, keine Ahnung. Ja, ich habe noch nie gehört, dass non-binäre Menschen sich was wegmachen lassen. Okay. Um gar also nichts zu haben. Also die Feiglinge Ziel, gar sozusagen. Kein Geschlecht zu haben. Ah. Die wollen einfach nur besonders sein, ohne negative. Okay. Aber hör mir mal rein. Geht dann noch 14 Sekunden. Jo. Your Torah portion, again, is only 2 weeks away. But I don't want to have a bat mitzvah. That's why you're having a day mitzvah. So come on, again, from the top. Saved by the bell. Hey, Anthony, I only have a minute. I only have a minute, too. Ja, also Enz ist auch noch ein Gute. Richtig. Your Torah portion, again, is only 2 weeks. Ja, das finde ich durchaus spannend, weil sonst bei solchen Serien sind's ja, trifft das ja nicht gerade die jüdische Community. Ja, ja. Hier ist es tatsächlich so, genau, ihr steht eine Bar Mitzvah bevor und die Charlotte hier, die Mutter, sagt halt, naja, wir machen für dich eine Day Mitzvah. Also so eine Day Probelauf. Bar Mitzvah, ja, genau. Ach so, so. Ja, ja, nee, okay. Das wird, die Bar Mitzvah hat einfach das Thema so non-binär, weißt du? Und in dem dritten Clip, den schauen wir uns wahrscheinlich jetzt nicht an, wir haben gesagt, wir überspringen den, da sieht man dann zum Beispiel noch der Rabbi, der dann kommt und mit der Hebräisch üben soll, hier mit der Wok oder so, wie die heißt. Der ist Transgender. Also ist ein Mann, der wie eine Frau verkleidet ist. Alles ob. Ja, ja. Ja, vielleicht kannst du da mal noch ein Bild zeigen im dritten Clip. Ich meine, wir sind bei 27 Minuten, was denkst du? Ja, komm, wir machen das noch. Ah, fuck it, ja. Bis Minute 1 oder so. How was your first meeting with Rock? Okay, I'm not gonna sugarcoat this. Great kid, totally unprepared, complete disaster. What? Excuse me? You heard me. Doesn't know the Torah, Haftorah, or even the most basic prayers of the service. Frankly, I don't know how Rock skated by till now. Well, they are a good skater. But moving forward, they are a good skater. Not realistic. They simply haven't mastered the material. But it's next Saturday. What do you suggest we do? My thought was to cut down their Torah portion to about 2 lines. That would be upsetting. We could also consider doing the entire service in English. No. I did not convert to Judaism to have my child be they mitzvahed in English. Okay, the reviews are in. Excuse me, Rabbi. Jetzt könnte es das beenden. Ja. Also man merkt schon klar, das ist, auch eine Comedy-Serie. Also es ist jetzt nicht alles so super ernst, aber diese Handlungsstränge, es ist schon wirklich sehr clownwältig alles. Also ich habe auch Sex and the City nie geschaut, aber das hat ja zumindest noch ein größeres Publikum angesprochen. Also da ging es ja sozusagen um Frauenprobleme, die aber jetzt aus meiner Erinnerung so ein bisschen besser situierte Frauen waren. Also die jetzt nicht so, ich weiß nicht, wo ich das Geld morgen herkriege für die Milch oder sowas. Ne? Also aber hier, das ist ja wirklich so die Nische der Nische der Nische. Die, ja, da will man eigentlich auch nicht hinleuchten. Das ist einfach eine Freakshow. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie ist diese Frau, dieses Enzwesen Rabbi geworden? Kann mir doch keiner erzählen. Ich weiß nicht, also ja, was die sich da ausgedacht haben. Also selbst in Amiland, also da hört der Spaß auf bei denen. Ich denke auch. Also da haben die sich schon ganz eigenartige Sachen ausgedacht in ihren Redaktionsstuben. Das ist eine pure Kopfgeburt. Ja, so wie diese ganzen Handlungsstränge. Da müsste man vielleicht sogar nochmal graben, ob irgendwelche Rabbi-Verbände dort oder jüdische Verbände dagegen Strom gelaufen sind. Boah, wäre eine interessante Frage. Kannst du nicht sagen. Weil das ist ja wirklich so ein Affront. Tatsächlich. Also
Junge, Junge, Junge. Ist vielleicht auch wieder gutes Met für uns, wobei, naja, Serien sind immer schlecht, ne? Da müsste man solche Best-Offs schauen. Eben, eben. Nee, da, also, das ist jetzt hier was fürs Format Kulturwelt 3 gewesen. Und ja, mehr will ich mich damit auch gar nicht beschäftigen mit dieser Serie And Just Like That. And Just Like That wird es nie wieder geschaut. Richtig. Und so wird es ad acta gelegt. Ich glaube, das reicht auch wirklich zum Beleuchten aus. Also, man muss ja auf seine eigene Gesundheit auch achten. Vor allem die geistige. Es dreht ja immer mehr frei. Also man möchte ja meinen, wir sind so durch die Szene-YouTuber so ein bisschen abgehärtet, aber ja, da gibt es schon einiges. Und das zum Beispiel jetzt die Sachen, die ich heute gezeigt habe, die habe ich auch noch bei keinem anderen YouTuber gesehen, so im deutschsprachigen Raum. Deswegen dachte ich, ich bringe das euch mal mit, liebe Zuschauer. Ihr habt vielleicht Mehrwert, habt wieder ein bisschen lachen können oder euch aufregen können, wie auch immer. Seid jetzt informierter, was in der Kulturwelt abgeht. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also der gute Tom, der hat noch einen richtigen Fundus von solchen Goldstücken. Oha. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Und ja, Tom, es war auf jeden Fall spannend. Richtig, hat mir Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.